Also wir haben derzeit zwei konkrete Forderungen von Verdi vorliegen. Die eine ist die Forderung, die Arbeitszeit von 38,5 auf 36 Stunden zu reduzieren bei vollem Lohnausgleich. Wenn man das umrechnet, dann ist das de facto eine Forderung nach einer Lohnerhöhung um 7%. Darüber hinaus haben wir jetzt am Freitag die reguläre Lohnforderung bekommen. Diese beträgt 5,5%. Also wir haben hier momentan eine Lohnforderung von 12,5% im Raum stehen. Ein Prozentpunkt entspricht ungefähr 50 Millionen Euro. Und damit reden wir hier über eine Forderung, die eine Ergebnisbelastung von 600 Millionen Euro mit sich brächte. Jetzt können Sie als Mitarbeiter natürlich erstmal sagen, 12,5% ist doch super. Aber ich glaube, da müssen wir uns alle ehrlich in die Augen schauen und sagen, das wäre ein sehr kurzfristiges Vergnügen. Denn kurzfristig wäre es eine schöne Erhöhung und langfristig bekämen wir damit ganz riesige Probleme als Unternehmen mit einer Ergebnisbelastung um 600 Millionen Euro. Und ich glaube, hier geht es darum, kurzfristig gute Löhne zu bezahlen, aber vor allen Dingen auch Zukunftssicherheit und Arbeitsplatzgarantien zu schaffen. Und das ist mit einer solchen Forderung nicht möglich. Trotz dieser schwierigen Forderungen nach 12,5% de facto Lohnerhöhung sind wir hingegangen und haben ein konkretes und sehr attraktives Angebot vorgelegt. Wir haben zum Themenkomplex Arbeitszeitreduktion angeboten, die Arbeitszeit über eine Reihe von Maßnahmen de facto um eine Stunde bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren. Das Maßnahmenbündel beinhaltet zum Beispiel die Wiedereinführung des 24. und 31. Dezember als arbeitsfreien Tag. Das ist, glaube ich, an sich schon mal ein attraktives Angebot. Darüber hinaus wollten wir aber auch ganz bewusst auf ein Thema eingehen, was ich natürlich auch wahrnehme. Das ist eine Zeit der Unsicherheit. Und da war es uns ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Signal senden, indem wir gesagt haben, wir wollen den Kündigungsschutz, der eigentlich Ende dieses Jahres ausläuft, den wollen wir einseitig bis zum 31. Dezember 2018 verlängern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz starkes Signal, dass Ihre Arbeitsplätze bei der Deutschen Post AG sicher sind und das soll auch so bleiben. Damit haben wir sowohl was Arbeitszeit als auch was Kündigungsschutz anbelangt aus meiner Sicht ein wirklich attraktives Angebot vorgelegt und ich bin sehr enttäuscht, dass Verdi darauf so überhaupt nicht eingegangen ist. Trotz dieser sehr schwierigen Gemengelage haben wir uns zu weiteren Gesprächen vereinbart und meine Intention ist es natürlich ganz klar, hier eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden. Die nächsten Gespräche finden am 20. und 21. Mai statt und dann müssen wir weitersehen.